Ganz wichtig bei einem selbstfahrenden Auto ist, dass man in jedem Moment einer Fahrt die genaue Position weiß. Alexander Schäfer entwickelt an der Uni Freiburg ein schlankes System, mit dem man präziser als mit GPS die Position eines Fahrzeugs bestimmen kann. Jeder, der schon mal mit dem Navi in der Stadt unterwegs war, kennt das, dass das Navi springt oder man in der falschen Straße unterwegs ist. Das liegt daran, dass der Satellitenempfang in der Stadt relativ schlecht ist, gerade in Häuserschluchten. Man hat außerdem Reflexionen des Satellitensignals an den Häuserwänden und dadurch nimmt die Genauigkeit des GPS ab. Aber auch wenn man sich auf offener Straße bewegt, ist die GPS-Genauigkeit deutlich unter dem, was man zum autonomen Fahren oder für Fahrerassistenzsysteme benötigt, nämlich im Bereich von Metern. Das Testauto des Freiburger Forschungsprojekts kommt ohne Chauffeur nicht vom Fleck. Denn das Ziel ist erst einmal, durch Erkundungsfahrten eine spezielle Landkarte zu erstellen. Unser Ansatz gehört zur Kategorie der objektbasierten Karten. Wir wollen wenige Objekte, in unserem Fall eben vertikale Zylinderstrukturen wie Ampeln, Schilder, Bäume, aus unseren Sensordaten extrahieren und dann die mit der Karte abgleichen, die wiederum auch nur aus diesen Zylindern besteht. Übliche Karten haben sämtliche Details verzeichnet. Deshalb benötigen sie sehr viel Speicher, was hohen Rechneraufwand bei der Positionsbestimmung nach sich zieht. Wir wollen weg von diesen sehr hoch aufgelösten Karten, die Terabyte und Terabyte benötigen. Wir wollen zu einer sehr kleinen, kompakten Karte, die ein paar Megabyte benötigt für eine Stadt wie Freiburg und auf der sich ein Auto lokalisieren kann mit einem kleinen Handyprozessor. Um das hinzubekommen, müssen auf der Karte alle zylindrischen Objekte genau erfasst sein. Wir benutzen Zylinder, weil die Schilder, Bäume, Ampeln, Zaunmasten in der Stadt an jeder Position einzigartige Muster formen. Diese Muster erkennt das Auto und kann sich anhand dieser Muster lokalisieren. An Bord sind 5 Stereokameras, 2 GPS-Empfänger, ein Bewegungssensor und 3 Lasersensoren. Wir benutzen diesen Laser, um die Masten in der Umgebung des Autos zu erkennen, benutzen diese Daten dann als Trainingsdaten für die Kameras und können dann hinterher, wenn wir die Trainingsdaten benutzt haben, um das neuronale Netz zu trainieren, diese Kameras auf jedem weiteren Auto installieren und das kann sich dann anhand der Masten lokalisieren. Eine Kamera allein kann also bald ohne große Detailkarten, dafür aber mit Hilfe künstlicher Intelligenz ein Auto lokalisieren. Die Testfahrtenreihe stimmt zuversichtlich. In unserer jüngsten Arbeit haben wir das Auto über 15 Monate sich lokalisieren lassen auf Basis einer Karte, die wir am ersten Tag erstellt haben. Und tatsächlich hat es sich auch nach 15 Monaten noch auf 30, 40 Zentimeter genau lokalisiert und ist bei keiner Fahrt hat es die Orientierung verloren. Selbst wenn sich die Strecke im Verlauf der Testfahrten etwa durch Baustellen veränderte, die Basisdaten waren robust genug, um die Lokalisierung sicherzustellen. Jetzt geht es daran, das System zu verfeinern. Die größten Herausforderungen, die wir noch sehen, um unser Lokalisierungssystem perfekt zu machen, sind unterschiedliche Wetterbedingungen. Denn was bei Sonnenschein funktioniert, muss bei Schnee, Nebel oder Rauch nicht mehr gut funktionieren. Und natürlich die Skalierbarkeit unseres Systems. Wir haben momentan Karten, die einige Quadratkilometer umfassen, aber wir bewegen uns noch nicht im Bereich von ganzen Ländern. Zusammen mit ihrem Industriepartner Samsung arbeiten die Forschenden der Uni Freiburg an einem schlanken Lokalisierungssystem, das nicht nur bei autonomen Fahrzeugen Maßstäbe setzen wird. Der geringe Datendurchsatz und die hohe Präzision der Lokalisierung können auch Spurassistenten in konventionellen Fahrzeugen und mobile Navigationssysteme drastisch verbessern.